Metzler, CDU, CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ein ausgeglichener Bundeshaushalt, ein Ziel, an dem Generationen von Politikerinnen und Politikern gearbeitet haben. Seit Jahren wird daran beharrlich gefeilt, oft gegen Widerstände. Und das ist heute auch noch mal in der Debatte so gewissermaßen als Restreminiszenz deutlich geworden, auch mit Rückschlägen, aber immer das Langfristziel vor Augen. Ein großer Dank geht dabei zuallererst an unseren Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der erste ausgeglichene Bundeshaushalt seit 45 Jahren, das ist für mich ein klares Bekenntnis zur Generationengerechtigkeit. Ein Paradigmenwechsel weg von einer Politik des Schuldenmachens ohne Steuererhöhung eröffnet Deutschland neue Chancen und Perspektiven. Was heißt das konkret? Die Zinsen sind mit rund 9% der drittgrößte Posten im Bundeshaushalt. Je weniger Zinsbelastung, je mehr Gestaltungsspielraum für unser Land. Das wird sich auch schon im kommenden Jahr zeigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Zinsausgaben sinken dann um beinahe 650 Millionen Euro. Das ist beachtlich. Das festigt das Vertrauen in die deutsche Finanz- und Haushaltspolitik sowohl im Inland als auch im Ausland. Maßgebliche Treiber der positiven Hausentwicklung, ohne Frage die starke Wirtschaft mit einem leistungsfähigen Mittelstand und der daraus resultierende solide Arbeitsmarkt. Gerade diese Tage erlebt die deutsche Industrie erneut einen Exportrekord, und darauf können wir stolz sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deshalb müssen wir jetzt die finanziellen Spielräume nutzen und die richtigen Impulse setzen, um Deutschland auch in Zukunft fit zu halten. Und natürlich, die weltwirtschaftliche Entwicklung hat ebenfalls einen maßgeblichen Einfluss auf unser Land und darauf, wie wir gemeinsam den bestmöglichen wirtschaftspolitischen Rahmen für Deutschland gestalten können. Jetzt gilt es, unsere entschlossene und unaufgeregte Politik fortzusetzen. Finanzminister Wolfgang Schäuble hat es gestern betont, und liebe Kolleginnen und Kollegen, er hat recht damit. Wie packen wir das an? Erstens, wir werden gezielt auch weiterhin in die Infrastruktur als Fundament der deutschen Wirtschaft investieren. Zweitens, die gerade erst von der Bundesregierung verabschiedete digitale Agenda ist Dreh- und Angelpunkt der Hightech-Strategie für die kommenden Jahre. Sie wird die Innovationskraft in Deutschland weiter voranbringen. Und drittens, wir werden auch weiterhin beständig in Bildung, Wissenschaft und Forschung investieren. Und hier vor allem in die Vernetzung der Wirtschaft. Viertens, und damit abschließend, wir setzen einen wirtschaftspolitischen Rahmen, der solide Wachstumsimpulse schafft und Innovation als Schlüssel dazu identifiziert. Das ist der richtige Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil wir ein Land der Forscher und kreativen Köpfe sind. Also müssen wir den Wirtschaftsstandort Deutschland auch verlässlich und darüber hinaus besonders attraktiv als Nährboden für Innovationen gestalten und erhalten. Wir werden mehr als bisher Anreize für Neugründungen und Innovationen schaffen. Neue Ideen aus Wissenschaft und Forschung sollen erfolgreich in Deutschland zum Produkt oder zur Dienstleistung werden. Unternehmen müssen auch weiterhin bei uns investieren, produzieren und ansässig sein wollen, egal ob es sich dabei um einen Kleinbetrieb, einen Mittelständler oder einen Konzern handelt. Nur so kann es möglich sein und auch weiterhin gelingen, Vorreiter auf den Märkten von morgen zu sein. Was wir ebenfalls tun müssen, wir müssen insgesamt mutiger werden. Wir müssen Unternehmer in ihrem Tun bestärken und den Gründergeist fördern. Auch das unternehmerische Scheitern kann dazugehören. Aber gerade hiermit tun wir uns in unserer Gesellschaft immer noch schwer. Das müssen wir lernen, um den Mut zum Risiko nicht aus den Augen zu verlieren und Menschen in ihrem Bestreben nicht zu bremsen, sondern zu stärken.
Hier setzt der Haushaltsplan Wirtschaft und Energie an. Beispiel 1. Mit dem Förderprogramm Exist soll eine Kultur der unternehmerischen Selbstständigkeit an Hochschulen und Forschungseinrichtungen etabliert und somit die Zahl der Unternehmensneugründungen erhöht werden. Beispiel 2. Das Programm Invest zielt darüber hinaus auf eine Stärkung des Wagniskapitalmarktes in Deutschland ab. Beispiel 3. Das zentrale Innovationsprogramm für den deutschen Mittelstand mit einem Volumen von mehr als 540 Millionen Euro ist der entscheidende Impulsgeber. Der Wissenstransfer zwischen Forschung und Mittelstand wird hier gefördert und Innovationen so beschleunigt. Das sind passgenaue Programme, meine sehr geehrten Damen und Herren. Insgesamt werden Innovation, Gründergeist und Wissenstransfer in der deutschen Wirtschaft mit fast 850 Millionen Euro gefördert. Mehr als 10% des gesamten Wirtschaftsetats. Das ist richtungsweisend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein weiterer wichtiger Punkt, die regionale Wirtschaftspolitik, der strukturpolitische Eckpfeiler der sozialen Marktwirtschaft. Mit der GRW, der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, werden wir die schwächeren Regionen in Deutschland weiter fördern und voranbringen. Die GRW ist ein Erfolgsmodell seit 1969. So können beispielsweise durch die Förderung von Unternehmen, Industrie- und Gewerbegeländen oder der touristischen Infrastruktur wettbewerbsfähige Arbeitsplätze geschaffen und nachhaltig gesichert werden. Wir müssen auch künftig schwächere Regionen in Deutschland weiter unter die Arme greifen. Denn durch den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel werden die Unterschiede zwischen ländlichen Regionen und strukturstarken Ballungszentren weiter zunehmen. Dieser Entwicklung werden wir uns stellen. Darum ist es wichtig, dass diesem zentralen und bewährten Instrument ab dem nächsten Jahr mehr Mittel, nämlich insgesamt rund 600 Millionen Euro jährlich zur Verfügung gestellt werden. Förderung von Innovation, eine verlässliche Infrastruktur und Vertrauen in unsere Haushalts- und Finanzpolitik sind die Rahmenbedingungen, die wir als Politik setzen können und müssen, um der Wirtschaft ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Menschen vertrauen auf eine verlässliche Finanz- und Wirtschaftspolitik in unserem Land. Ein ausgeglichener Haushalt ohne Neuverschuldung, das erste Mal seit 1969, ist dabei ein starkes Signal, das richtige Signal, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dies ist kein einmaliges Ziel für ein Jahr, eine Regierung, eine Koalition oder eine Legislaturperiode. Nein, es muss vielmehr ein gesamtpolitischer Anspruch an uns alle sein, um den bisher eingeschlagenen Weg in die Zukunft erfolgreich fortsetzen zu können. Der erste ausgeglichene Bundeshaushalt seit 45 Jahren ist für mich, und das möchte ich klar unterstreichen, ein klares Bekenntnis zur Generationengerechtigkeit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Abschließender Redner in dieser Aussprache ist der Kollege